Sie sind für uns unsichtbar, begleiten uns im Alltag gewollt und auch ungewollt. Und manchmal gefährden sie sogar unsere Gesundheit. Bakterien und Keime. Besonders in unserem Trinkwasser können sie großen Schaden anrichten, da sich in Rohrsystemen Biofilme mit gefährlichen Bakterien bilden. Wenn sich diese Biofilme ablösen, wird die Wasserqualität beeinträchtigt. Mit der derzeit üblichen Entnahme von Trinkwasserproben können nur die Mikroorganismen nachgewiesen werden, die sich bereits im Wasser befinden. So fällt die Vorhersage, wann sich ein Biofilm ablösen und unser Trinkwasser verunreinigen könnte, schwer. Irgendwie müsste das doch einfacher und nachhaltiger gehen, dachte sich ein Team des Integrated Design Engineering Master der Otto von Guericke Universität Magdeburg und entwickelte in Zusammenarbeit mit der Lagotech GmbH eine Armatur. Simple Sample. Simple Sample sieht elegant aus und ist einfach gut durchdacht. Die Probe wird in einem Auffangbehälter gesammelt, berührungsfrei und kontaminationsfrei verpackt. Automatisch wird zudem eine neue Probe im System positioniert. Die Probe offenbart, wann sich wieder ein ungewünschter Biofilm ablösen könnte. Wer das weiß, kann handeln und das Rohrsystem vorher reinigen. Im Mittelpunkt der Entwicklung stand vor allem die leichte Bedienbarkeit und die Langlebigkeit des Systems. Die Anwendung ist auf bis zu 10 Jahre ausgelegt und mit geringen Kosten verbunden. So oft wie es eben sein muss, können Proben entnommen werden und das, ohne das gesamte Rohrsystem trockenzulegen. Simple Sample ist somit das erste intuitiv nutzbare kontaminationsfreie Rohrprobenentnahmesystem zur Untersuchung von Biofilmen. Die Entwickler sagen, das ist weltweit einmalig. Einfach ist einfach manchmal besser.